Löse die quadratische Gleichung 3x² minus 5x minus 2 ist gleich 3x plus 2. Das wollen wir mit Hilfe des grafikfähigen Taschenrechners lösen, und zwar über die Funktion Calculate Intersection. Dafür ist wichtig, etwas über quadratische Gleichungen zu wissen. Zum Beispiel generell Gleichungen lassen sich ja in zwei Terme aufspalten. Hier haben wir einen ersten Term und hier haben wir einen zweiten Term. So, der Taschenrechner macht jetzt Folgendes. Wie der Name hier schon sagt, Intersection heißt so viel wie Schnittpunkt. Taschenrechner will also die Schnittpunkte von dem linken Term mit dem rechten Term herausfinden oder ausrechnen. Wenn wir uns mal anschauen, der linke Term ist ein quadratischer Term, weil x² drinsteckt, hat als Graph also eine Parabel. Der rechte Term, kennen wir auch schon, ist eine lineare Funktion, ein linearer Term. Und als Graph ist es eine Gerade. Also rechnet der Taschenrechner die Schnittpunkte der Parabel mit der Geraden aus. Um das jetzt sinnvoll in den Taschenrechner einzugeben, müssen wir uns noch Folgendes überlegen. Also ich spalte die beiden Terme nochmal auf und bezeichne den linken Term als y1 und den rechten Term als y2. Dann nehme ich meinen Taschenrechner her, gehe auf y ist gleich und gebe für y1 jetzt eben den linken Term ein. Also 3x² minus 5x minus 2 und für y2 den rechten Term mit 3x plus 2. Was jetzt bei diesem Taschenrechner wichtig ist, erst auf Graph gehen, dann zeichnet der Taschenrechner die Parabel sowie die Gerade erstmal ein. Und ganz wichtig ist jetzt dabei, hier in diesem Fenster müssen beide Schnittpunkte sichtbar sein. Also man sieht schon, die Parabel und die Gerade schneiden sich hier und hier. Mal als Beispiel, wenn ich reinzoome, dann sehe ich jetzt in dem Fall, die Parabel und die Gerade hat hier einen Schnittpunkt, aber hier oben wird nochmal ein Schnittpunkt vermutet, der aber nicht sichtbar ist. Deswegen sollte sowas vorkommen, solange auf Zoom und Zoom Out gehen, bis beide Schnittpunkte sichtbar sind. Ist das der Fall, gehen wir auf Calculate und wählen Intersection aus. Jetzt hat der Taschenrechner den ersten Schnittpunkt gefunden und hier wäre unsere erste Lösung. Um die zweite Lösung auch noch zu finden, nochmal das gleiche, Calculate, Intersection und er gibt uns den zweiten Schnittpunkt aus. Das müssen wir jetzt noch richtig aufschreiben. Also y1 und y2 haben wir schon festgelegt. Die Überprüfung im Graphen und mit Zoom Out brauchen wir jetzt nicht gesondert hinschreiben, weil es nur eine Eigenschaft des Taschenrechners ist, aber sonst nicht weiter interessant. Wir haben die Taste Calculate benutzt und jetzt die Funktion Intersection und bekommen dann unseren ersten Schnittpunkt oder unsere erste Lösung. Mit x ist gleich minus 0,43. Dann, wie gesagt, für die zweite Lösung nochmal auf Intersection gehen und dann die zweite Lösung abschreiben. Hier wird es aufgerundet, also 3,10.
Und damit wäre die quadratische Gleichung gelöst.